Die Überweisungsempfehlung einstimmig angenommen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 19/1405, endlich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 21.07.2000 umsetzen, keine verfassungswidrigen Funktionszulagen an Mitglieder des Landtages mehr zahlen. Ich öffne die Aussprache. Ich erteile für die Fraktion der Piraten dem Kollegen Marschink das Wort, der heute wieder im Kapuzenpullover erscheint. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne und zu Hause. Das Bundesverfassungsgericht ist das Staatsorgan, das nach Umfragen von Meinungsforschungsinstituten regelmäßig die größte Zustimmung bekommt, das größte Vertrauen, das größte Ansehen bei der Bevölkerung genießt, und zwar mit großem Abstand vor Parteien und auch vor Parlamenten. Das mag diverse Gründe haben, aber zwei Gründe scheinen mir offensichtlich. Erstens, das Bundesverfassungsgericht ist, wenn Sie dazwischen rufen, müssen Sie so laut rufen, dass ich auch höre, oder das Knöpfchen da drücken? Sehr gut. Also, es mag diverse Gründe haben. Zwei Gründe scheinen mir offensichtlich. Erstens ist das Bundesverfassungsgericht unabhängig in seiner Urteilsfindung, das heißt vor allen Dingen unabhängig von Parlamenten und unabhängig von Parteien. Und zweitens sind die Urteile des Bundesverfassungsgerichts regelmäßig nachvollziehbar und sie sind gut begründet. Und auch Vertreter der Politik bezeugen ja regelmäßig, dass sie die Urteile und die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts respektieren. Umso erstaunlicher ist es für uns, dass vier Fraktionen dieses Landtags, die SPD-Fraktion, die CDU-Fraktion, die Grüne-Fraktion, die FDP-Fraktion, sich eben nicht an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 21.07.2000 halten. Und das, obwohl der Landesrechnungshof von Nordrhein-Westfalen ausdrücklich und mehrfach darauf hingewiesen hat, dass diese Beachtung bitte, dass das bitte Beachtung finden soll. Das Verhalten der anderen Fraktionen wird aber schnell erklärbar, wenn man das Urteil selbst betrachtet. Da heißt es nämlich, und ich zitiere, ergänzende Entschädigungen für die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, für die parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen und für die Ausschussvorsitzenden sind mit dem Verfassungsrecht unvereinbar. Sie verstoßen gegen die Freiheit des Mandats und den Grundsatz der Gleichbehandlung der Abgeordneten. Zitat Ende. Alle vier gerade genannten Fraktionen zahlen im Widerspruch zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts erhebliche Entschädigungen für die dort genannten Funktionen. Die SPD etwa 490.000 Euro im Jahr, die CDU etwa 450.000 Euro im Jahr und die FDP-Fraktion sogar den größten Batzen, wenn man das mal hochrechnet auf die SPD-Fraktion. Es sind nämlich 192.000 Euro, wenn ich das hochrechne, fast 1 Million Euro an Sonderzulagen. Nur die Grünen stechen ein bisschen raus nach unten, fast schon löblich mit 62.400 Euro Zulagen im Jahr. Und dann gibt es ja noch eine fünfte Fraktion, das sind diese Piraten, die zahlen keine Zulagen und halten sich an das Urteil. Warum tun wir das? Weil wir halten die Nichtbeachtung eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts für skandalös. Damit wird wieder einmal die Arroganz der Macht ausgedrückt und man nährt damit einfach weiterhin auch den Topos der finanziellen Selbstbedienung von Abgeordneten. Gelesen habe ich, das sei eine strukturelle Maßlosigkeit. Aber noch skandalöser sind dann die Rechtfertigungsversuche, verbaljuristisch. Da heißt es, für den Landtag in NRW sind ja keine gesetzlichen Entschädigungen vorgesehen und deswegen wäre das alles völlig in Ordnung. Denn das Urteil des Bundesverfassungsgerichts bezieht sich auf gesetzlich festgelegte generelle Entschädigungen. Und vermutlich werden das gleich auch hier einige Juristen durchaus sagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist aber eindeutig. Die genannten Entschädigungen sind verfassungswidrig, weil, und ich zitiere nochmal, damit das Tor geöffnet ist zu einem differenzierten, Abhängigkeiten erzeugenden oder verstärkenden Entschädigungssystem, das unvereinbar ist mit dem Grundsatz der Abgeordnetengleichheit. Zitat Ende. Es kommt also überhaupt nicht darauf an, welche Quelle die verfassungswidrigen Entschädigungen haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen sofort diese Sonderzahlungen, Sie müssen sofort diese Sonderzahlungen einstellen, Sie müssen unserem Antrag zustimmen und Sie müssen so das Vertrauen der Bürger
in sie, aber auch in die Durchführung der Urteile des Bundesverfassungsgerichts wiederherstellen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Kollege. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Professor Dr. Bovermann. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, in Artikel 30 Absatz 5 der Landesverfassung, Herr Marsching, in der aktuellen Fassung heißt es, ich zitiere, Abgeordnete können sich zu Fraktionen zusammenschließen. Die Fraktionen wirken mit eigenen Rechten und Pflichten an der Erfüllung der Aufgaben des Landtags mit. Zu ihren Aufgaben gehören die Koordination der parlamentarischen Tätigkeit und die Information der Öffentlichkeit. Ihre innere Ordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen. Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben ist den Fraktionen eine angemessene Ausstattung zu gewährleisten. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung des Landtags oder ein Gesetz. Zitat Ende. Auf Vorschlag der Verfassungskommission, deren Vorsitzender ich war, hat der Landtag in der Sitzung am 5. Oktober 2016 diesen Absatz in die Verfassung aufgenommen. Weder haben die Piraten seinerzeit zugestimmt, noch scheint die Bedeutung dieser verfassungsrechtlichen Verankerung im Bewusstsein aller Piraten angekommen zu sein. Fraktionen sind ein tragendes Element der parlamentarischen Willensbildung, und zwar sowohl nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts als auch aus der Sicht der Politikwissenschaft, die von Fraktionsparlamenten spricht. Zur besonderen Rolle der Fraktionen gehört auch ihr Recht zur Selbstorganisation. Sie erhalten nach dem Fraktionsgesetz Geldleistungen zur eigenen Bewirtschaftung und nach dem Abgeordnetengesetz dürfen sie besondere parlamentarische Aufgaben, die Abgeordnete für ihre Fraktion wahrnehmen, vergüten. Kommen wir jetzt zum Antrag der Piraten. Die Piraten berufen sich, der Marsching hat das auch gerade getan, in der Begründung auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 21.07.2000 und leiten daraus die Forderung ab, zukünftig keine Funktionszulagen mehr an Mitglieder des Landtags zu zahlen. Hier hätte ein Blick auf die Verfahrensbeteiligten und das Streitobjekt weitergeholfen. Das Verfahren bezog sich nämlich auf das thüringische Abgeordnetengesetz, das Zulagen aus Mitteln des Landtagshaushalts vorsah. Das Bundesverfassungsgericht war hierbei als Ersatz für das noch nicht existente Landesverfassungsgericht tätig. Das Urteil hat mithin weder Bindungskraft für den Bund noch für andere Länder. Diese Rechtsposition wird auch von der Kommission des Deutschen Bundestages vertreten, der unabhängigen Kommission zu Fragen des Abgeordnetenrechts. Eine Übertragbarkeit auf NRW ist auch deshalb nicht gegeben, weil es sich im Unterschied zu Thüringen hier bei uns um Funktionszulagen aus eigenen Mitteln der Fraktionen handelt. Kommen wir nun zu dem Beschlussvorschlag des Antrags. Die Piraten wollen alle Fraktionen verpflichten, in der Februarsitzung einen gemeinsamen Gesetzentwurf einzubringen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das wäre mir völlig neu, dass eine Fraktion die anderen Fraktionen verpflichten kann, einen Gesetzentwurf einzubringen. Es besteht zwar das Recht der Fraktionen, aber keine Verpflichtung, so etwas zu tun. Ein solcher Gesetzentwurf hätte auch kaum Aussicht auf Erfolg. Die Fraktionen von SPD, CDU, Grünen und FDP haben bereits in der Stellungnahme gegenüber dem Landesrechnungshof erklärt, dass sie keinen Ergänzungs- oder Änderungsbedarf sehen. Mit einer Ausnahme: Wir sollten in der nächsten Legislaturperiode noch einmal über das Thema Transparenz, Offenlegung der Zulagen sprechen. Am besten tun wir das im Rahmen der Überarbeitung von Fraktions- und Abgeordnetengesetz. Kurz zusammengefasst, der Antrag der Piraten ist abzulehnen, weil er erstens die Fraktionsautonomie verletzt, zweitens ein nicht bindendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts zugrunde legt und drittens in seinem Beschlussteil ein zumindest fragwürdiges Verständnis von den parlamentarischen Abläufen enthüllt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Bovermann. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind am Schluss der Aussprache und wir kommen zur Abstimmung.
Die antragstellende Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt. Wir kommen somit zur Abstimmung über den Inhalt des Antrages, Drucksache 19/1405. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Einige wenige Piraten. Wer lehnt den Gesetzentwurf ab? Wer enthält sich? Vielen Dank. Damit ist der Antrag abgelehnt mit Stimmen von SPD, CDU, die Grünen, der FDP, bei Enthaltung der Abgeordneten Schulz und Schwert und bei Zustimmung der Fraktion der Piraten. Und damit ist die Drucksache 19/1405 abgelehnt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6. Abschluss.